Guten Abend, im fast schon, möchte ich sagen, familiären Kreis. Das ist nicht nur die letzte Veranstaltung der Kunsthalle Wien in diesem Jahr, das ist auch die letzte Begleitveranstaltung anlässlich der Ausstellung Blue Times, bis auf die Finissage, wo wir noch ein Konzert machen mit Sadan Afif. Ich freue mich sehr, Thomas Meinecke heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Thomas Meinecke, ein bekanntes Gesicht in Bezug auf die Kunsthalle Wien. Er war schon bei dem Festival What Would Thomas Bernard Do dabei und hat aus einem sehr frühen Werk gelesen in Bezug auf Inspiration durch Thomas Bernhard. Heute ist er, passend zum Thema, mit Hellblau zu Gast. Hellblau, ich habe nochmal nachgeschaut, aus dem Jahr 2001, auch schon eine ganze Weile her. Aber ich muss sagen, ich habe in dem Buch ein bisschen nachgelesen, nochmal gelesen, wie ich finde, aktuell wie immer. Insofern freue ich mich sehr auf Thomas Meinecke und Hellblau. Ja, danke schön. Stimmt, dann bewegen wir uns ja fast schon auf meine gegenwärtige Schreibweise zu mit diesem Buch, wo dann immerhin schon mal, ja, was habe ich da gelesen? Was war das nochmal? Ganz alte Texte aus Mode und Verzweiflung oder so, ja. Stimmt, dann sind wir jetzt schon einen Riesensprung in die Gegenwart mit diesem Buch sozusagen unterwegs. Es heißt Hellblau, ist ein Roman, der eben 2001 erschien, so um 2000 rum. Habe ich 99, 2000 habe ich ihn geschrieben, bis 2001. Und ich habe jetzt mal für diese Ausstellung und in Bezug auf diese Ausstellung nehmend und den Titel der Ausstellung wirklich so Passagen für heute rausgesucht, ungefähr eine Dreiviertelstunde, die alle mit diesem Komplex, mit dieser Farbe, die immerhin ja in meinem Buch den Titel gab, das gibt es inzwischen auch auf Englisch, in den USA ist es auch erschienen, aber erst vor 2 Jahren auch. Und da heißt es Pale Blue, Blassblau. Und ich lese einfach mal so Stellen, die sozusagen um diesen Komplex der Farbe und der Farben spielen vor, springen da so sozusagen durch das ganze Buch. Man sollte vielleicht wissen, dass es in der ersten Person geschrieben ist, aber das sind 3 verschiedene erste Personen, die abwechselnd sprechen. Und dieser Wechsel ist auch meist, ist nirgendwo markiert. Der wird nur kontextuell klar. Und da ich jetzt nicht am Anfang direkt einsetze, wo man dann schon alles, naja, man erfährt es sowieso sukzessive, aber die Stellen, die ich lese, die machen das vielleicht nicht alle klar, sage ich mal kurz, wer die 3 sind. Es gibt da einen Mann namens Tillmann, der sitzt auf einer Insel vor North Carolina, die Outer Banks, eine Insel namens Ocracoke, und studiert dort eigentlich den Black Atlantic als postkoloniales Gewässer zwischen Europa, Afrika und den Amerikas und hat eine Freundin, die auch in der ersten Person spricht und Yolanda heißt und in Chicago an der Uni in der Regenstein Library arbeitet und mit diesem Tillmann zusammen ein Buchprojekt hat, das im Endeffekt eigentlich dieses Buch ist am Ende. Und die beiden korrespondieren ziemlich viel. Und dann gibt es noch eine dritte Frau namens Cordula, die sitzt in Berlin und genau, ist auch eine Freundin von diesem Tillmann. Die kennen sich alle 3. Und deswegen jetzt sollte man sich nicht wundern, wenn ich hier dann so einfach über diese Stellen so drüber lese und es sind irgendwie doch Ichs, die sich verändern. Es sind dann eben auch andere Ichs. Und ich fange mal relativ vorne an. Im Bus lese ich über die Schulter einer älteren Dame hinweg, dass die britische Königin Elizabeth II. Afrikanische Vorfahren hat. Eine afrikanische Linie führe über eine deutsche Prinzessin, eine noch zusätzliche andere über den russischen Dichter Alexander Puschkin und Prinz Philipp direkt ins Königshaus. Die Frau des von 1760 bis 1820 regierenden Königs George III., die deutsche Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, stamme direkt vom portugiesischen König Alfonso III. Ab, der einen Sprössling mit einer afrikanischen Geliebten namens Madalena Gil gehabt habe. Auch der Ehemann der Königin, Prinz Philipp, besitze einen afrikanischen Vorfahren, da er mit Alexander Puschkin verwandt sei. Puschkins Urgroßvater sei Ibrahim Petrovich Gannibal gewesen, ein Äthiopier, der Zar Peter dem Großen zum Geschenk gemacht worden sei. Gannibal sei dann in Frankreich ausgebildet und im Anschluss an seine Rückkehr nach Russland General geworden. Mein Bus passiert die Reihe der gespenstischen Robert Taylor Holmes.
Abermals habe ich nicht den Jeffrey Express an der Küste entlang genommen, sondern den 55er und State Street Bus durch die South Side. Kinder kommen aus einem der Hauseingänge gelaufen und werfen johlend Steine auf unser Fahrzeug. Den Fahrer lässt dies völlig ungerührt. Die ältere Dame vor mir hingegen faltet ihre Zeitung zusammen, murmelt etwas Unverständliches, zupft an ihrem Haarnetz herum. Im Radio habe ich heute Morgen beim Ankleiden gehört, unten in Feuerland sei jetzt im hohen Alter der letzte Indianer gestorben. Von nun an gebe es nur noch Mischlinge. Als ich nach Hause komme, ist Tillmann auf dem Anrufbeantworter und fragt mich nach Mariah Careys Hautfarbe. Mir fällt ein, dass meine Nachbarin Mariah Careys Augenbrauen trägt. Sie hatte sich bei Eyebrows entsprechende, nach der populären Sängerin benannte Schablonen bestellt, musste zunächst ihre Brauen zurechtstutzen, nämlich in sowohl schmalere als auch kürzere Form bringen, sie blond einfärben, dann die Schablonen anlegen und ein bräunliches Puder auf die freien Flächen Haut und Haar auftragen. Nach Abnehmen der Schablonen besaßen Shanices Augenbrauen exakt die sanft geschwungene Form derjenigen Mariah Careys. Großformatige Fotografien, die Shanice bei sich hatte, als sie an meiner Tür klingelte, bewiesen es. Ob ich die tollen Schablonen nicht auch einmal ausprobieren wolle, fragte sie und kickte übermütig eine ihrer plüschbesetzten Pantoletten in mein Wohnzimmer. Das mitgelieferte Puder verleihe der zunächst ungewohnten Form ein weiches, natürliches Aussehen. Zumal du ein ebenso ovales Gesicht wie Mariah hast, Yolanda. Auch ihre Augenfarbe. Ich aber hatte Mariah Careys Züge noch nie genau studiert, hatte in ihr, wenn sie im Musikfernsehen auftauchte, immer nur eine weitere, landläufig gut aussehende Blondine gesehen. Dann aber sagte Shanice mit ihren Hochglanzfotos wedelnd, gänzlich unvermittelt, »Na, was denkst du? Is she or isn't she?« Ich wusste gar nicht, worauf meine Nachbarin hinaus wollte. »Yes, she is«, triumphierte Shanice mit einem Luftsprung. Und damit war Mariah Carey schwarz. RuPaul sagt, »Who says black people have to be black?« Mariah Carey wurde am 27. März 1970 in Long Island, New York, geboren. Ihr Name entstammt angeblich einer amerikanischen Eingeborenensprache. Jedenfalls wurde sie nach dem Lied »They Called the Wind Mariah« aus dem Western-Musical »Paint Your Wagon« getauft. Mariahs Mutter war eine weiße irische Opernsängerin, ihr Vater ein schwarzer venezolanischer Flugzeugingenieur. »People say, wer nicht ganz weiß ist, ist schwarz«, Mariah Carey sagt, I am black. Sie bekennt aber auch, coming from a racially mixed background, I always felt like I didn't really fit in anywhere. Die gesamte Familie hatte unter der rassistischen Intoleranz ihrer Umgebung zu leiden. Als Mariah 3 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Schwester Allison hatte von allen 3 Geschwistern die dunkelste Haut, also bot sie das häufigste Angriffsziel für explizite Erniedrigungen. Bruder Morgan litt unter Epilepsie. Mariah und Morgan blieben bei der Mutter. Allison ging mit dem Vater. Mariah stürzte sich total in die Musik, verdiente sich nebenbei etwas Geld als Kellnerin und Garderobiere, kehrte die abgeschnittenen Haare in einem Friseurladen zusammen, hing aber meistens in diversen Studios herum und schrieb schon früh eigene Songtexte. Sie sagt, »What I write is all from my imagination. I put myself in other women's shoes. I can feel their pain and joy when I think about it. It's all the same, we're all women.« Mit 18 Jahren fiel Mariah als Hintergrundsängerin für die Rhythm and Blues-Interpretin Brenda K. Starr positiv auf. Tommy Mottola, Präsident von Columbia Records, nahm sie unter seine Fittiche und heiratete sie. 1990 gewann sie einen weißen Grammy als beste Popsängerin, 1992 einen schwarzen American Music Award als beliebteste R&B-Künstlerin. Seitdem veröffentlicht Mariah Carey ein erfolgreiches Album nach dem anderen. 1995 sang sie ein Duett mit dem Wu-Tang-Rapper Ol' Dirty Bastard. Das hätte uns eigentlich schon aufhorchen lassen können, Tillmann. Die Leute sagen, Tommy Mottola habe versucht, totale Kontrolle über seine Ehefrau zu erlangen, ihr restlos vorzuschreiben, mit wem sie Umgang haben dürfe, wohin sie gehen dürfe, was sie anzuziehen habe. 1997 trennte sie sich von ihm und arbeitete von nun an in musikalischer Hinsicht immer häufiger, auch mit schwarzen Künstlern und Künstlerinnen wie Puffy Combs und Missy Elliott zusammen. Sie sagt,
I love a lot more hardcore stuff that people don't think I listen to. In the past, people have been concerned. Some songs were too R&B. Everybody would say, don't do that. People might think there's a rapper on there. Das Haus, in dem Mariah und Tommy gelebt hatten, wurde für 20 Millionen Dollar verkauft. Mariah Carey spendet regelmäßig und großzügig Geld für wohltätige Zwecke, unter anderem für ihre eigene Organisation Camp Mariah, die American Foundation for AIDS Research sowie den United Negro College Fund. Sie sagt, if you see me as just the princess, then you misunderstand who I am and what I've been through. Vielleicht ergibt sich bei genauerer Untersuchung, dass Schwärze und Finsternis in gewissem Grade schon vermöge ihrer natürlichen Wirkungsweise schmerzvoll sind. Chesterton hat uns die sehr merkwürdige Geschichte eines Knaben überliefert, der blind geboren war und bis zum 13. oder 14. Jahre blind blieb. Dann wurde ihm der Star gestochen und durch diese Operation gewann er das Augenlicht. Neben vielen anderen bemerkenswerten Eigentümlichkeiten, die seine ersten Wahrnehmungen und Beurteilungen visueller Objekte begleiten, erzählt uns Chesterton auch, dass dem Jungen das erste schwarze Objekt, das er sah, großes Unbehagen verursachte und dass er einige Zeit später, als er zufällig eine Negerin sah, über diesen Anblick in großen Schrecken geriet. Also schrieb Edmund Burke 1759 in seiner philosophischen Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen. Ich finde diese bezeichnende Stelle in Paul Gilroys Aufsatz über Cultural Studies und ethnischen Absolutismus in einer Ausgabe der Halbjahresschrift für Politik und Verbrechen, die Beute, zitiert. Wenige Seiten, bevor ich abermals auf mein Drexia-Motiv stoße, dessen komplizierter Entwicklung halber ich mich nicht zuletzt hierher an die karolinische Atlantikküste begeben habe. Atlantis auch wie Atlantis, Platon. Ende des 18. Jahrhunderts habe sich schätzungsweise ein Viertel der britischen Marine aus Afrikanern zusammengesetzt. Auch in Amerika seien erstaunlich viele Schwarze zur See gefahren. Paul Gilroy spricht von einer Poetik der schwarzen atlantischen Welt, beschreibt Turners Gemälde eines Sklavenschiffs, von dessen Deck aus die Kranken ins Meer geworfen werden, streift Marcus Garvey sowie Langston Hughes und zitiert Peter Linebaugh's These, dass das Schiff das wahrscheinlich wichtigste Mittel panafrikanischer Kommunikation vor der Erfindung der Langspielplatte gewesen sei. Meeresschiffe demnach nicht einfach als abstrakte Verkörperungen des Handels, sondern als komplexe Vehikel des politischen Dissenses und einer auf ganz besondere Weise transatlantischen kulturellen Produktion zu begreifen seien. Die Verbindungen zum Kampf um die Abschaffung der Sklaverei seien dabei unübersehbar, schreibt Gilroy, der diese erste internationale Bewegung als Vorläufer einer postmodernen politischen Vernunft einstuft. Paul Gilroys Black Atlantic in einem kurz vor meiner Abreise aus Chicago erhaltenen Attachment Cordulas als klasse verwobenes Netzwerk zwischen den USA und Afrika, Lateinamerika und Europa, Großbritannien und der Karibik, an dem entlang Informationen, Menschen und Schallplatten sowie irre Dematerialisierungssysteme schon seit Beginn der transatlantischen Sklaverei, gleichzeitig dem Beginn der Moderne, transportiert, zurückgesandt sowie kreuzweise hin und her verschifft worden seien. Ich vergegenwärtige mir einige Titel der Drexia-Platten, die ich in Mannheim stehen habe. Deep Sea Dweller, Seaquake, Nautilus 12, Aquatic Invasion, Aquaban, Water Walker, Bubble Metropolis, Danger Bay. Tillmann schreibt, dass er unter der Hitze leidet, mit nichts als einem offenen Hemd bekleidet an seinem Rechner sitzt, das Nethouse meist erst gegen Abend verlässt und auch nur selten baden geht. Selbst meiner kostbaren Sonnencreme scheint er nicht vertrauen zu wollen. Das Nethouse heißt Nethouse, weil Fischer darin zu früheren Zeiten ihre Netze aufbewahrt haben. Tillmann trifft sich mit einer Frau namens Vermilion, die in einem Seafood-Restaurant arbeitet und an der Duke University über die chassidischen Juden von Williamsburg, Crown Heights und Borough Park promoviert. Ich vergegenwärtige mir, wie ich voriges Jahr kurz vor Pfingsten zu Fuß vom Brooklyn Navy Yard, der Arbeitsstätte meines Onkels Horatio, kommend, zufällig und völlig unvermittelt in das geheimnisvolle Viertel der Satmarer Chassidim geraten war.
Ich wollte an der Marcy Avenue, Ecke Broadway, in die Hochbahn einsteigen, um über die Williamsburg Bridge zurück nach Manhattan zu gelangen, wo ich bei einer befreundeten Choreografin logierte. An der Bedford Avenue fand ich mich urplötzlich von blassen, durchgeistigten Männern mit wässrigen blauen Augen, duftigen Schläfenlocken, weichfallenden Bärten, tiefschwarzen Mänteln und Hüten umgeben. Von spielenden Kindern, feingliedrig mit hauchzarten bis honigsüßen Zügen, die sich Silben zuriefen, die mir wie mittelalterliches Deutsch vorkamen. Alle taten, als wäre ich Luft. Passierte ich sie, richteten sie ihre Blicke auf den Boden oder in die Ferne. Mein Haar war zu unzähligen Zöpfchen geflochten, mein Minirock bedeckte meine Knie nicht. Auf der belebten Lee Avenue mischte ich mich unter die einkaufenden Hausfrauen, allesamt bildhübsch sah sie die bunten, zeitlos geschnittenen Kleider begutachten, welche die fliegenden Händler an zwischen Laternenmasten und Häuserwänden gespannte Leinen gehängt hatten, hörte die fliegenden Händler ausrufen, die schönsten, billigen Sachen. Konnte mit einem Mal auch einzelne Gesprächsfetzen der Frauen verstehen, vermochte mir zunächst ihre Schaufensterpuppenhaftigkeit, ihre verwirrend unprätentiöse Künstlichkeit nicht zu erklären, wunderte mich etwa über die betont dicken Nähte ihrer hautfarbenen Nylonstrümpfe, rätselte über das Unschuld mit Unzucht vermählende Wesen ihrer Kleidung, versuchte hinter das Geheimnis ihrer adrett coiffierten, gleichförmig schulterlangen Frisuren zu kommen, erkannte schlagartig, dass die überwiegende Mehrheit der Frauen auf der Lee Avenue Perücken trug, wie ich später fuhr, auf kahlrasierten Schädeln. RuPaul sagt, »I am black«, I am gay and I am a man and I love being all these things. RuPaul als genetisch maskulines Ultrafemininum. RuPauls wasserstoffblonde Perücke auf seinem rasierten Schädel. RuPaul als schwarze Blondine. RuPauls Back to My Roots Video, in dem er den landläufigen rassistischen Blick irritierende blonde Afrofrisuren vorführt. RuPaul sagt, When I put on a blonde wig, I'm not selling out my blackness. Wearing a blonde wig is not going to make me white. Blonde hair on brown skin is a visual blitz. RuPauls Marsch auf Washington in einem knappen, aus der US-amerikanischen Flagge geschneiderten Badeanzug. RuPaul als gigantische Sexbombe, als selbsterklärtes Supermodel of the world. First drag queen to ever become a spokesmodel for a major cosmetics company. Mit längeren Beinen als Mariah Carey. Mit, wie ich kürzlich im Radio hörte, nicht enden wollenden Beinen. In Klammern, wo hat RuPaul bloß seinen Schwanz gelassen? Wird Lee auch seine Lieder singen? Er kommt jedenfalls mit ein paar verschweißten CDs von RuPaul in der Jackentasche betont lasziv aus dem Drugstore geschlendert und schlägt vor, dass wir noch irgendwo hingehen sollten. Später sitzen wir im berstend vollen Double Door und hören uns eine in studentischen Kreisen viel diskutierte Rockband aus New York City an. Schon wieder jüdische Jungen, die den Blues singen, sage ich zu Lee, der auf dem Barhocker neben mir lungert, in seinem viel zu kurzen, verwaschenen Liz Phair T-Shirt, an Wicker Parks längstem Tresen, der hier ungelogen von der Damon bis zur Milwaukee Avenue reicht. In der großen, bunten Papiertüte zu meinen Füßen ein sorgfältig gefaltetes, hauchdünnes Gewand aus einer afrozentrischen Boutique, das Lee, der ungefähr Tillmanns Größe hat, heute Abend noch in meiner oder seiner Wohnung anprobieren soll. Ich trage noch immer mein konservatives Kostüm aus der Regenstein Library, vor der mich Lee am frühen Abend, nachdem er sich vergeblich um einen Hilfsjob beim Umbau der Landkartenabteilung bemüht hatte, regelrecht abgefangen hat. Während auf der Bühne die Anlage abgebaut wird, betrachtet Lee seine gespaltenen Haarspitzen. Merkt an, er müsse ganz dringend etwas gegen den gebrochenen Glanz seines Haupthaars unternehmen. Der Barmann reicht uns zwei letzte Cocktails und eine neue Schachtel Zigaretten über den Tresen. Als Lee mir Feuer gibt, überrascht er mich mit der Frage, ob ich mir die Haare bräunlich getönt habe. Underground Resistance Nummer 42, The Turning Point, 1997. Seite D, First Galactic Baptist Church. Gerade Bassdrum, Funky Licks, eindringlicher Prediger, vielstimmiger Kirchenchor. Detroit Techno als Roots Techno. The Unknown Writer schreibt auf dem Etikett der B-Seite, Rhythms and Music,
is our only surviving link to what we are and the only voice of our ancestors. For the groove readers, am Beginn der Auslaufrille von Seite D, soul, you can't buy it. And we pity those who try. Grandioses Doppelalbum jedenfalls, durchtanzte Nächte in Mannheim mit Cordula und Heinrich. Albert B. Cleage Jr., Priester am Schrein der schwarzen Madonna in Detroit, schreibt, die Religion des schwarzen Mannes baut vor allem auf der Vorstellung von der Nation Israel auf, dem erwählten Volk Gottes im Alten Testament. Außerdem auf unserem Wissen, dass die Probleme der Israeliten, die schwarz waren, dieselben sind wie unsere. Wenn wir das Alte Testament lesen, können wir uns mit einem schwarzen Volk identifizieren, das von Gott geführt und geliebt wurde. Wir wissen, dass Israel eine schwarze Nation war. Die Bibel wurde von schwarzen Juden geschrieben. Das Alte Testament ist die Geschichte der schwarzen Juden. Jesus war ein schwarzer Messias. Ich wünschte, ich hätte Underground Resistance 42 hier. Wünschte, Cordula tanzte vor meinen Augen, vor meiner Bettstatt. Vermilion hört überhaupt keine Techno-Music. Techno gibt es in den USA gar nicht, sagt sie. Wenn ich mir in Chapel Hill neue Levi's kaufen gehe, werde ich in der Umkleidekabine garantiert mit Rock-Music beschallt. Alternative Rock. Der Jonathan Spencer Blues Explosion zum Beispiel. Das Lebensgefühl junger Amerikaner und Amerikanerinnen wird durch Techno nicht repräsentiert, sagt Vermilion. Du könntest dich trotzdem dafür interessieren, gebe ich zu bedenken. Einer der beiden schwarzen Musiker, aus denen sich die Detroiter Formation Drexia zusammensetzen soll, nennt sich, wie der von Debug interviewte andere, wenn es nicht überhaupt derselbe ist, verrät, Doppler-Effekt. Sein bürgerlicher Name wird mit Gerald Donald angegeben. Letztes Jahr schickte mir Tillmann eine bei dem in München ansässigen International DJ Gigolos Label des DJ Hell erschienene Platte, auf dessen Etikett Gerald Donald als der Zyklus firmiert und vorgibt, Rudolf Chlorzeiger zu heißen. Alle Stücke geschrieben und produziert von Rudolf Chlorzeiger. Abgemischt von Heinrich Müller, worunter ich ein weiteres Pseudonym Gerald Donalds verstehe, und Anthony Shakir. Aufnahmedienste, Reaktor und Black Ploid. Die beiden Kraftwerk-verpflichteten Einspielungen heißen der Tonimpulstest und die Dämmerung von Nanotech. Tillmann ist einmal extra von Mannheim nach München gereist, um Doppler-Effekt an den Plattentellern zu erleben. Der DJ war aber stundenlang von schikanösen schweizerischen Grenzbeamten festgehalten worden und beim endlichen Eintreffen im Ultraschall noch derart verstört, dass er sich außerstande sah, aufzulegen. Auf Tillmann machte er einen überhaupt eher introvertierten Eindruck. Demnächst soll bei Gigolo Records ein umfangreiches Doppler-Effekt-Album namens Gesamtkunstwerk erscheinen. Schwarzes Cover, darauf ein weißer Hammer, weiße Sichel, weißer Stern. Rückwärtiges Motto, Biological Socialism leads towards victory. Tillmann berichtet von der Irritation weißer europäischer Mittelstandsintellektueller über Doppler-Effekt-Titel wie Rassenhygiene, über den Namen seines Musikverlags Ahnenforschung. Sie fragen sich, ob die stilisierte Germanophilie des Doppler-Effekt womöglich eine Faschistoide sei. Dabei hat Hell die ursprünglich deutschsprachig gedachten Titel der einzelnen Tracks für seine Zusammenstellung vorsorglich ins Englische übersetzen lassen, sodass ohne weiteres gar nicht klar ist, welches Stück ursprünglich Rassenhygiene hieß. Master Organism, Sterilization, Scientist? Ich finde es zwar aufregend, dass sich der Diskurs über Techno maßgeblich mittels Mutmaßungen fortschreibt, nicht alle davon kommen mir aber produktiv vor. Sogar Tillmann macht hin und wieder fragwürdige Bemerkungen wie, ich hätte wetten können, dass Ectomorph ein schwarzer Act ist. Oder die Musik auf dem Ersatz-Audio-Label könnte genauso gut von Weißen stammen. Oder sind die Mole People eigentlich ein schwarzer oder ein weißer Act? Eigentümliches Wort, eigentlich. Zumal im Zusammenhang dieses das sogenannte eigene, das vermeintlich autonome Subjekt nicht selten sehr raffiniert dekonstruierenden Genres namens Techno. Fest steht, die Musiker der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk müssen von Detroit, Kalamazoo, Chicago und New York aus betrachtet weiß, europäisch und deutsch sein. Die Mitglieder von Drexia aus Sheffield, London, Gent, Eindhoven, München und Berlin gesehen, afrikanisch-amerikanisch, schwarz wie Rudolf Chlorzeiger.
Gegenbesetzungstechniken, deren nicht unproblematisches Oszillieren es jedenfalls dringend einmal näher zu untersuchen gilt. Wobei wir wahrscheinlich um über 100 Jahre zurückgehen könnten. Scott Joplins deutscher Klavierlehrer. Die rasche Adaption der Ragtime-Musik durch das weiße Bürgertum als direkte Folge ihres Auftauchens auf der Chicagoer Weltausstellung von 1893. Der Remix als ein Agent der Segregation, der Rassentrennung, in Klammern Rassenhygiene. Verschiedene Remixes werden für verschiedene Rassen hergestellt. Draxiers Klage, warum kann es nicht lediglich einen Mix für alle geben, so wie es früher üblich war? Remixes von Draxiers Musik sind vorerst nicht vorgesehen, existieren angeblich bislang gar nicht. Und angesichts der anhaltenden Flut absolut ungenügender Remixes bin ich darüber auch ganz froh. Dabei ließe sich ein intelligenter Remix durchaus auch als Agent eines fortschrittlichen Universalismus betrachten. Remake, Remodel, Remix, Berlin, Detroit, Afro-Germanic, Carl Craigs atemberaubende Bearbeitung von Manuel Götschings E2, E4 auf Planet E, Moritz von Oswalds grandiose Version von Juan Atkins' Starlight auf Metroplex, Afro-American. Anfang der 90er Jahre hatte sich der talentierte weiße DJ Richie Horton aus dem benachbarten kanadischen Windsor bei der schwarzen Szene Detroits unbeliebt gemacht, indem er seinem Label Plus 8 den räuberischen Slogan The Future Sound of Detroit verpasste. Horton selbst erkennt seine damalige Position heute als durchweg problematisch an. Suburban white guy taking over the black guy's turf. Als er mit seinen Künstlern im europäischen Rotterdam gastierte und dabei mit Kenny Larkin, den einzigen afrikanischen Amerikaner seines Katalogs in Detroit, zurückgelassen hatte, skandierten die Rotterdamer Hooligans zu seiner hochgepitchten Musik voller Begeisterung ihren antisemitischen, gegen das jüdische Amsterdam gerichteten Schlachtruf »Joden, Joden«. Später entwickelte Richie Horton einen eleganten, minimalistischen Stil, der jeden Nazi auf beiden Seiten des Atlantiks sofort vergraulte. Der grundsätzliche Argwohn seiner schwarzen amerikanischen Kollegen hingegen blieb ihm bis heute erhalten. Entsprechend scharf soll Mike Banks, der mysteriöse, öffentlich stets vermummte Kopf von Underground Resistance und Submerge, Gerald Donald dafür gescholten haben, auf den frühen Schallplatten Ectomorphs mitgewirkt zu haben. Die Berliner Kollegen von Basic Channel, Chain Reaction, Maurizio, Main Street und Tresor blieben allerdings von dieser im gesellschaftlichen Gefälle zwischen Weiß und Schwarz durchaus logischen, sozusagen zwangsweise partikularistischen bis segregationistischen und damit im andauernden Widerspruch zur generellen Underground Resistance Politik befindlichen Strategie bis heute verschont. Interviewer: Gibt es keine Situation, in der du einfach nur du selbst bist? Mariah Carey: Schnorcheln ist wundervoll. Ich setze die Brille auf und tauche in eine vollkommen andere, friedliche Welt mit bezaubernden Lebewesen ab. Schnorcheln komme in ihrem Traum von Freiheit am nächsten. Mariah Careys neues Album heißt Rainbow. Meine Nachbarin Shanice spielt es von morgens bis abends, nonstop, mit dem Lautstärkeregler auf Anschlag. Ich habe den Videoclip zu Heartbreaker gesehen, in dem sich die Sängerin mit ihrer Rivalin auf der Toilette eines Kinos um einen ziemlich blasierten Typen prügelt, der weiß wirkte. Auch die Rivalin sah weiß aus, Mariah Carey sowieso. Auf der Hülle ihrer neuen CD trägt sie eine Art weißen Bikini, den ich nicht toll finden kann. Eine Projektion von Regenbogenstreifen vorn auf dem Oberteil, hinten auf dem Unterteil. Doppler-Effekt nach dem österreichischen Physiker C. Doppler 1803 bis 53. Die Erscheinung, dass bei jeder Art von Welle, Schallwelle oder Lichtwelle, eine Änderung der Frequenz bzw. der Wellenlänge eintritt, sobald sich Beobachter und Wellenerreger, Beobachterin und Wellenerregerin relativ zueinander bewegen. Noch von Herrn Doppler: Doppler-Radar, Doppler-Sonographie. In einem Plattenladen auf der Damon Avenue entdeckte ich heute nach Dienstschluss eine seltene Maxi mit Doppler-Effekts Sterilization Mix 1 und 2 von 1997 original auf Data Physics des Künstlers eigenem Detroiter Label. In Klammern lese ich Racial Hygiene and Selective Breeding. Beziehungsreiche Namen werden angegeben: Rudolf Fischer, Helena Eichmann, William Scott.
gedankt wird Doug Wagner und Sarah Scruton. Wofür? Wer sind diese Leute? Wer sollen sie sein? Wer wird sie kennen? Seit wann genau nennt sich Gerald Donald Rudolf Chlorzeiger? Auf dem rückwärtigen Etikett die Reproduktion einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Hier posiert der afrikanisch-amerikanische Musiker, als gehöre er der deutschen Gruppe Kraftwerk an. Dunkles Hemd, helle Krawatte. Ist da am Kragen etwas retuschiert worden? Ein Symbol überpinselt worden? Neben dem irgendwie auch italienisch aussehenden Gerald Donald steht ein nordisch wirkendes Mannequin mit eisblonder Kurzhaarfrisur. Vielleicht ist das ja Helena Eichmann. Beide Typen sind ausdrucksstark, fast expressionistisch geschminkt. Implizierte die als reduziert ausgestellte Männlichkeit der deutschen Kraftwerkmusiker eigentlich ihre gleichzeitige Feminisierung? Eher nahmen sie in den Koordinaten von Camp eine Art asexuellen Status ein, finde ich, wie Andy Warhol einst in seiner Factory. Auch Doppler-Effekt und seine Partnerin sind Schaufensterpuppen. Nichts zu lesen in der Spirale der Auslaufrille außer der Katalognummer DX003. Lee spielt in seinem neuen Projekt, das Camp Mariah heißt, einen japanischen Synthesizer namens Yamaha DX7. Er behauptet, Do-X sei die Typenbezeichnung für ein legendäres deutsches Wasserflugzeug von 1928 gewesen. 12-motorig, gigantisch. Rudolf Virchow hatte 1886 in seinem Gesamtbericht über die Farbe der Haut, der Haare und der Augen von Schulkindern im Deutschen Reich geschrieben. In diesen Punkten ließe sich kein Unterschied zwischen nichtjüdischen und jüdischen Deutschen ausmachen. Sobald ein überwiegender Prozentsatz der Gesamtbevölkerung hellere Haut, blonderes Haar und eine ins Blaue spielende Augenfarbe besitze, zeitigten auch die dort lebenden Juden eher helle Haut, blondes Haar und blaue Augen. Pale Blue Eyes. Vermilions Augen, Bernsteinfarben. Meine Augenfarbe, als Kind blau, seit der Pubertät ins Grüne tendierend. Kontext. Ein Dragball in Harlem, dem ehedem jüdischen, nun schwarzen Viertel. A Black and Tan Fantasy, Flaming Creatures, Tanz der Jünglinge in schwarzer Spitze. The Negro orchestra on the stage at one end was heard at the other end with the aid of a reproducer. The dance floor was a scene whose celestial flavor and cerulean coloring no angelic painter or nectarish poet has ever conceived. One was with blonde hair and a brown face and yellow feathers, and another was with black hair and a tan face and white feathers. Some had on tango things and some blue feathers. Bereits mit ihrem ersten Hollywood-Film gelang es Hedy Lamarr, Queen of Glamour, die Vorherrschaft der Wasserstoffblondinen à la Jean Harlow, die sogar ihr Schamhaar blond gefärbt hatte, zu durchbrechen und einen neuen Frauentyp im US-amerikanischen Kino zu etablieren, die elegante Dunkelhaarige, die Fremde, in Klammern die Zigeunerin, die Jüdin, die den extraterrestrischen Mittelscheitel in Hollywood einführte. Allerdings nicht alle ihre Karriere angehenden Entscheidungen glücklich traf. So soll sie etwa die weibliche Hauptrolle in dem Spielfilm Casablanca abgelehnt haben. Woanders lese ich, sie habe die Rolle der Ilsa wegen ihres dunklen, als exotisch apostrophierten Aussehens nicht zugeteilt bekommen. Tatsächlich wurde dann ja auch die kühle Blondine Ingrid Bergman als Partnerin des fremdenfeindlichen Humphrey Bogart engagiert. Casablanca auf Englisch, White House. Das Schauspiel bedeutete der von Louis B. Mayer als schönste Frau der Welt gepriesenen Hedy Lamarr ohnehin nicht die Welt. Lange bevor die amerikanische Öffentlichkeit die tödliche Bedrohung durch das Deutsche Reich wirklich ernst nahm, arbeitete die Emigrantin, beflügelt durch lebendige Erinnerungen an die ausführlichen Gespräche über Waffentechnologien in der Salzburger Villa ihres Ex-Gatten, mit wachem Verstand und großer technischer Begabung an praktischen Ideen zur wirksamen Bekämpfung des Hitler-Regimes. Sie hatte unmittelbaren Einblick in die Planungen zur Produktion von ferngesteuerten Torpedos gehabt, die nicht realisiert worden waren, weil sich die Steuerung über Funk als zu störanfällig erwiesen hatte. Lamarr dachte, vielleicht lässt sich das Steuerungssignal dieser Torpedos ja über mehrere Frequenzen verteilen und somit vor feindlichen Störungen sichern. Doch wie würde sich das Signal beim Sender und Empfänger Schiff und Torpedo synchronisieren lassen?
1940 fand Hedy Lamarr auf einer Party in Hollywood, in dem Avantgarde- und Filmmusikkomponisten, Esquire-Kolumnisten und Endokrinologen George Antheil einen verwandten Geist. Antheils Sohn Chris Beaumont schreibt im Internet, dass sein Vater in den frühen 20ern nach Paris kam und dort mit seiner modernistischen Musik großes Aufsehen erregte, besonders mit dem Ballet Mécanique, das unter Einsatz automatischer Klaviere aufgeführt wurde. Antheil sagte damals voraus, dass die Komponisten der Zukunft lieber für Maschinen schreiben würden, denn für Menschen, doch dafür wurde er von den Parisern nur ausgelacht. Als die Nazis an die Macht gekommen waren, fand sein Aufenthalt in Europa ein rasches Ende. 1945 erschien George Antheils Autobiografie Bad Boy of Music in den USA. 15 Jahre später kam sie unter dem Titel Enfant terrible de musique auch in deutscher Sprache heraus. Ein Kapitel darin heißt: Hedy Lamarr und ich erfinden ein funkgesteuertes Torpedo und lassen es patentieren. Lieber Tillmann, Ishmael Reed schreibt in The Black World vom Dezember 1972, Can you imagine Johannes Brahms humming a ragtime tune and yearning to use its rhythms? Eine Afro-Germanic Information, die er wohl in Ortiz Waltons Buch Music Black, White and Blue gefunden hat. Jeffrey Melrick bemerkt in A Right to Sing the Blues über Don Byron, die Leute behaupteten immer, Byron habe sich der jüdischen Klezmermusik als afrikanischer Amerikaner zugewandt, weil er darin den Schmerz der Juden spürte, den Yiddish Blues. Doch auch warum sollte Byron nicht viel mehr als Klezmermusiker zu begreifen sein, der seinen Weg zum Jazz fand? Eine These, die mich sofort an historische Vorbilder wie den Chicagoer Juden Benjamin David Gutmann denken lässt, der sich als Jazzklarinettist in Benny Goodman umbenannte und 1938, um die Immigration von Juden aus Deutschland zu ermöglichen, das legendäre Benefiz-Jazz-Konzert in der New Yorker Carnegie Hall organisierte. Tatsächlich erinnern mich die Klarinettenparts etwa von Larry Shields auf den frühesten Einspielungen der weißen Original Dixieland Jazz Band stark an die charakteristischen Glissandi der Klezmer Music. Siehe auch die Klarinetteneröffnung von George Gershwins Rhapsody in Blue. Wie der Terminus Geschlecht sowohl im biologischen als auch sozialen Gebrauch stets das andere bedeutet, im phallologischen Sinn also das Weibliche markiert, verhält es sich auch mit dem Begriff der Rasse, der eher aus als einschließt. So sieht eine als Rasseweib bezeichnete Frau mit Sicherheit gravierend anders aus als die Ehefrau des definitionsnächtigen Mannes, der dieses Etikett verwendet. Sie ist nicht von hier. Ein Rasseweib ist auf jeden Fall eine exotische Erscheinung, dunkle Augen, dunkelhaarig, dunkelhäutig. Und also ist auf den sogenannten Race Records von 1920 selbstverständlich schwarze Musik zu hören, deren Songs wiederum nicht selten von jüdisch-amerikanischen Komponisten stammten, etwa Andy Razorfs berühmtes Lied What Did I Do to Be So Black and Blue? Siehe auch die jüdischen Blackface-Comedians, deren berühmtester Al Jolson war, der schon 1906 in The Hebrew and the Coon auf der Bühne gestanden hatte und vor allem 1927 in dem ersten Tonfilm der Kinogeschichte The Jazz Singer die schmalzige Hauptrolle spielte, Jack Robin, den der Synagoge entflohenen Sohn des Kantors Rabinowitz, der mit Paul Whiteman gesprochen A Lady out of Jazz machte, indem er mit schwarzer Schuhcreme im Gesicht sie vergewaltigte, nämlich zum billigen weißen Schlager erniedrigte, um dann an des Vaters Sterbebett feierlich zum Kol Nidre heimzukehren. Nichts für ungut, Tillmann, aber was für ein Job. Nebenbei, zeitgenössische Kritiker glaubten Al Jolsons Markenzeichen in seiner Darstellung sogenannter farbiger Aristokraten von kontinentaler Effeminiertheit zu erkennen. Auch ich habe Fotografien aus dem 19. Jahrhundert gesehen, auf denen Blackface-Minstrels, womöglich ließe sich sagen in doppelter Travestie, überzeugend als mondäne Negressen gekleidet sind. Black and Blue ist an der Wand über der Bettstatt meines Onkels Horatio auch das aufgeklappte Cover des Doppelalbums What Stacks, Untertitel The Living Word.
Wir sehen am 20. August 1972 zum 7. Jahrestag der Aufstände von Watts ins Rund des Los Angeles Memorial Coliseum und darin zigtausende von Besuchern, die gekommen sind, um sich unter freiem Himmel ein Konzert des Black Moses Isaac Hayes sowie die Auftritte vieler weiterer Soul-Stars anzuhören. But this ain't Woodstock, baby, this is Wattstax. Schwarze Haut und blaue Jeans. Mood Indigo. What did they do to be so black and blue? Abschließend möchte ich dich noch auf Colored People, Henry Louis Gates Jr.'s 1994 bei Knopf erschienene Kindheitserinnerungen aufmerksam machen, deren geheimnisvolle Widmung to Dora Elizabeth and the Afro-German Community lautet. Mein Lieblingskapitel in diesem Buch, dessen Übersetzung ins Deutsche mir Freunde aus Rammstein schickten, heißt Frisuren und es handelt, wie du dir denken kannst, von dem endlosen Martyrium des afrikanisch-amerikanischen Haareglättens. Gates, der African American Studies in Harvard lehrt, schreibt: Wenn Schwarze von glattem Haar redeten, meinten sie das nicht im strengen Sinn, etwa die Schnittlauchmähne Peggy Liptons aus der TV-Serie Twin Police oder jene von Mary aus der Folkband Peter, Paul and Mary. Glatt bedeutete lediglich nicht kraus, das konnte durchaus gelockt sein. Da Gates Vater als Octoroon zu einem Achtel schwarz, light and bright and damn near white, weil seine Vorfahren jeweils die hellsten Schwarzen geheiratet hatten, recht glattes Haar besaß, sogar eine jüdische Schule in Newark, New Jersey besucht hatte und dort tatsächlich als Jude namens Heini durchgegangen war, bis er eines Tages nicht wusste, dass und vor allem was Rosh Hashanah war, unternahm auch der Sohn erst einmal alles Erdenkliche, um seine Frisur glatt zu bekommen. Alles, außer sich einen sogenannten Process zuzulegen, eine chemisch gestreckte Mähne, die als ausgesprochen ordinär galt. Abschreckendes Beispiel: Sammy Davis Jr. Positive Ausnahme: Nat King Cole. Ich erkläre Vermilion, dass der Himmel allein durch den Wasserdampf in der Luft hellblau erstrahlt. Farbe ist ja keine physikalische Größe an sich. Wir können lediglich Farbeindrücke artikulieren. Kurzwelliges Licht nennen wir blau, langwelliges rot. Wir haben gelernt, Farbe entsteht durch das, was wir nicht sehen. Im weißen Licht erscheint uns ein rotes Plakat rot, weil die Oberfläche dieses Plakats rotes Licht reflektiert, blaues, grünes und gelbes hingegen absorbiert. Farbe ist das Resultat des Zusammenspiels von Reflexion und Absorption. Die Reflexion des Sonnenlichts lässt die Oberfläche des Meeres bei trübem Wetter grau erscheinen. Bei niedrigem Sonnenstand hüllt sie die Wogen in goldenen Glanz. Jedoch der größte Teil des Lichts wird nicht an der Oberfläche reflektiert, sondern dringt in das Wasser ein, trifft dort auf Wassermoleküle, gelöste Stoffe und winzige Partikel wie schwebende Sandkörner oder treibende, mikroskopisch kleine Organismen. Auch sie verschlucken dabei Licht unterschiedlicher Wellenlängen, der Rest wird in alle Richtungen gestreut. Deshalb gelangt ein Teil wieder zurück an die Wasseroberfläche. Bei klarem Wetter wie heute ist es vor allem diese Lichtstreuung, die den Farbton des Meeres bestimmt. Vermilion sagt, als Neugeborene habe sie ganz blaue Augen gehabt. Wir fragen uns, ob menschliche Albinos rote Augen haben können. Der Schmetterling bei Mariah Carey, der Kolibri bei Kelis Rogers. Die glatte Frisur von Mariah Carey, die krause Frisur von Kelis Rogers. Die blondierten Haare Mariah Careys, die blondierten Haare Kelis Rogers. Mariah Careys Zusammenarbeit mit Old Dirty Bastard und Puffy Combs. Kelis Rogers Zusammenarbeit mit Old Dirty Bastard und Puffy Combs. Mariah Careys aktuelles Album Rainbow, Kelis Rogers aktuelles Album Kaleidoscope. Das Farbspektrum auf Mariah Careys Bikini, das Farbspektrum auf Kelis Rogers Haut. Kelis Rogers lateinische Tätowierung an ihrem Handgelenk, Musica Nuntius Dei. Das Mea Culpa des Papstes im Vatikan. Herr, du hast den Menschen als Mann und Frau erschaffen nach deinem Bild und Gleichnis. Die Verschiedenheit der Völker in der Einheit der Menschenfamilie hast du gewollt.
Doch mitunter wurde die gleiche Würde deiner Kinder nicht anerkannt. Auch die Christen haben sich schuldig gemacht, indem sie Menschen ausgrenzten und ihnen Zugänge verwehrten. Sie haben Diskriminierungen zugelassen aufgrund unterschiedlicher Rasse und Hautfarbe. Gott unserer Väter, du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt, deinen Namen zu den Völkern zu tragen. Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller, die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden ließen. Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen, dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes. Herr der Welt, Vater aller Menschen, durch deinen Sohn hast du uns gebeten, auch den Feind zu lieben, denen Gutes zu tun, die uns hassen, und für die zu beten, die uns verfolgen. Doch oft haben die Christen das Evangelium verleugnet und der Logik der Gewalt nachgegeben. Die Rechte von Stämmen und Völkern haben sie verletzt, deren Kulturen und religiöse Traditionen verachtet. Erweise uns deine Geduld und dein Erbarmen. Das hölzerne Kruzifix, die Waden des Heilands, die zitternden Hände des Papstes, der demütige Kuss des Papstes, die Weltpresse, der Rechner, das Mückengitter, die ersten Fliegen. Vermilion taucht aus dem dichten Wasserdampf der Dusche auf. In einem ungewohnten Mittelscheitel umrahmen ihre noch nassen Haare ihr ebenmäßiges Gesicht wie ein Kleidungsstück. Vermilion ist eine Nixe, denke ich. Hedy Lamarr in einem Interview 1970: Ich bin ein Wassermensch. In meiner nächsten Inkarnation komme ich als Fisch auf die Welt. Vor mir in Flüssigkristall ein Foto von Hedy Lamarr, Judy Garland und Lana Turner aus dem 1941er Spielfilm Ziegfeld Girl, auf dem Lamarr im Gegensatz zu ihren Kolleginnen wie gar nicht von dieser Welt aussieht. Definitiv nicht vom Planeten Hollywood, murmelt Vermilion, den Davidstern zwischen ihren Zähnen. Sie hat irgendwo gelesen, dass Hedy Lamarrs Lebensgeschichte Ecstasy and Me den revolutionären Untertitel My Life as a Woman trägt. Den Text selbst hat die Schauspielerin angeblich nie autorisiert. Lana Turner, logisch blond. Judy Garland, soweit es das Schwarz-Weiß-Foto auf dem Bildschirm erkennen lässt, brünett. Hedy Lamarr, dunkel. Rudolf Steiner schrieb allen Ernstes: Die blonden Haare geben eigentlich Gescheitheit. Gerade so, wie sie wenig in das Auge hineinschicken, so bleiben sie im Gehirn mit ihren Nahrungssäften, geben sie ihrem Gehirn und die Gescheitheit. Die Braunhaarigen und Braunäugigen und die Schwarzhaarigen und Schwarzäugigen, die treiben das, was die Blonden ins Gehirn treiben, in die Haare und Augen hinein. Nicht den blassesten Schimmer, welche Haarfarbe Rudolf Steiner hatte. Vermilion ist in ihrem ganzen Leben noch keinem Anthroposophen begegnet. Ich erzähle ihr von dem xenophoben deutschen Innenminister, der anthroposophisch erzogen eine silbergraue Ponyfrisur trägt. Und einstmals kaum mehr zu glauben, die Rote Armee-Fraktion vor Gericht verteidigte. Jetzt noch eine letzte Stelle. Zu Ralph Ellisons Invisible Man. Pamela Dubel, weiß, ist Sozialarbeiterin im Louisiana Center for the Blind. Sie ist seit ihrem zweiten Lebensjahr blind. Gudelia Sham Hasbury, schwarz, studiert Musik und Informatik in New Orleans. Er war die ersten 3 Jahre seines Lebens blind. Nach mehreren chirurgischen Eingriffen konnte er eine Zeit lang ein wenig sehen. Mit 15 Jahren verlor er sein Augenlicht nach einer misslungenen Operation vollständig. Pam und Sham unterhalten sich. Pam: Wenn du jemanden kennenlernst, stellst du dir dann vor, ob er weiß oder schwarz ist? Sham: Manchmal. Pam: Ich auch. Manchmal hast du ein Bild vor Augen, obwohl du zum Beispiel die Augenfarbe oder die Haarfarbe nicht heraushören kannst. Oder kannst du das? Sham: Du müsstest extrem scharfsinnig sein. Pam: Du könntest im Zirkus auftreten. Sham: Der Freund, der mich hierher gefahren hat, hast du seine Stimme gehört? Als ich ihn kennenlernte, konnte ich zum Beispiel nicht sicher sagen, ob er schwarz oder weiß ist. Pam: Ist er schwarz oder weiß? Sham: Er ist ein sehr, sehr hellhäutiger Schwarzer. Pam: Ich hätte getippt, dass er weiß ist. Du täuschst dich oft, aber noch öfter liegst du richtig. Erschien es dir jemals absurd, dass Amerikaner in Schwarze und Weiße sortiert wurden, Kategorien also, die dir nicht zur Verfügung standen? Sham: Als ich klein war, hat mir mein Vater erklärt, dass schwarz wie die Nacht sei und weiß wie der Tag.
Ich war geschockt, weil ich nicht so sein wollte wie die Nacht, kalt, ohne Sonne. Eine Zeit lang glaubte ich auch, dass Schwarze nachts unsichtbar seien und Weiße tagsüber nur schemenhaft zu erkennen sein müssten, wie Gespenster oder wie tote Sterne. Sigmund Freud, wie er laut Vermilion den schwarzen Kontinent mit dem menschlichen Unbewussten analogisiert, das es als den dunklen, unaufgeschlossenen, durch negative Abgrenzung lokalisierten, zu kolonisierenden Teil unserer Persönlichkeit charakterisiert, als Kessel brodelnder Erregungen, unorganisiert, geschichtslos, differenzlos, ohne Logik, ohne Moral, ohne Gesamtwillen, pervers. Pam: Erst mit der Zeit habe ich mitgekriegt, dass nicht alle Weißen genau die gleiche Hautfarbe haben. Sham: Hellbraun, mittelbraun, rosa, ein bräunliches Rot, olivbraun. Pam: Das hat mich nie besonders irritiert. Mir war immer klar, dass damit nur ein abstraktes Konzept gemeint war. Sham: Als ich anfing zu sehen, bin ich mit meiner Mutter durch ein Einkaufszentrum gelaufen und plötzlich fiel mir diese Schwarz-Weiß-Sache wieder ein. Ich zeigte auf eine Frau und sagte: Mom, diese Frau ist rosa. Und sie sagte: Nein, sie ist weiß. Ein paar Schritte weiter sah ich in einem Schaufenster ein weißes Schild mit schwarzen Buchstaben drauf und sagte: Das ist weiß, richtig? Meine Mutter antwortete: Ja, das ist weiß. Dann zeigte ich auf die Schrift und sagte: Das ist schwarz, aber es ist nicht die gleiche Farbe wie die meiner Haut. Sie erklärte mir dann, dass es verschiedene Abstufungen von Schwarz und Weiß gäbe, aber das hat mich noch mehr durcheinander gebracht, denn warum gibt es dann die Begriffe rosa oder braun? Pam: Ich verbinde Farben mit Objekten. Es ist fast unmöglich, eine Farbe an sich zu beschreiben. Dazu kommt, dass jede Farbe unterschiedliche Schattierungen hat, zum Beispiel grün. Sham: Jägergrün. Pam: Limone, Türkis. Sham: Mag ich nicht. Pam: Bei Jägergrün denke ich an die Erde. Ich habe gelernt, dass Weiß eine Kontrastfarbe ist. Es hebt eine andere Farbe hervor. Es ist neutral. Du kannst alles dazu tragen. Es ist die Abwesenheit von Farbe. So wurde es mir erklärt. Vermilion bestimmt von einem Weißen. Anwesenheit von Farbe erscheint demnach als Abweichung und legitimiert den Ruf nach der Ordnungskraft. Pam: Für mich war es wichtig zu lernen, welche Farben zusammenpassen, was einem steht. Weiß passt zu allem, Jeans passen zu allem. Marineblau ist eine gute Farbe, die sich leicht kombinieren lässt. Sham: Weiße Hosen solltest du nicht zu lange tragen, weil sie Staub anziehen und du siehst darauf jeden Fleck. Pam: Gerade bei weißen Sachen solltest du im Geschäft genau nachfragen, ist es wirklich weiß oder ist es cremefarben oder Eierschalenfarben? Sham: Oder beige. Pam: Weiß und beige sehen zum Beispiel nicht gut zusammen aus. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Sham: Meine Lieblingsfarbe ist kobaltblau. Pam: Ich habe einen kobaltblauen Anzug. Vermilion: Magenta besitzt einen Anzug aus kobaltblauem Samtkord, um den ich sie von Anfang an beneidet habe. Sein Stoff ist elastisch, der Schnitt ausgesprochen figurbetont. Sham: Wenn ich das Gefühl beschreiben sollte, das ich mit Kobaltblau verbinde, würde ich es eine denkende Art von Blau nennen. Kennst du diese Figur, den Denker mit der Hand am Kinn? Wenn ich ihn malen würde, wäre er Kobaltblau. In Klammern: Kobalt als einer der von den europäischen Kolonialmächten ausgebeuteten Rohstoffe Afrikas. Ja, und so geht's halt immer weiter. So, vielen Dank. Danke. Ja. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Sonst hätte ich natürlich eine ganz naheliegende. Also ich fand es erstmal sozusagen doch wieder überraschend, wie gut es eigentlich auch zu unserer Ausstellung passt, wo es zwar einerseits um die Farbe Blau geht, aber eigentlich auch eher um die ganzen ideologischen Implikationen, die dieser Farbe angedichtet werden, beziehungsweise auch eben um die Deutungshoheit der Farbe, also quasi die unterschiedlichen Aneignungen des Konzeptes Blau im politischen Bereich, im kulturellen Bereich, in der Popästhetik. Und da kamen natürlich auch ganz viele Motive jetzt in den ausgewählten Stellen vor. Ich finde es großartig mit dem Kobaltblau als denkender Farbe. Das sollte man wirklich mal weiterverfolgen. Die profane Frage, die ich habe, ist, warum heißt das Buch Hellblau? Ja, es ist ja eigentlich ein Buch. Also ich hatte mir damals eigentlich das Thema
Diaspora praktisch genommen und hatte irgendwie, bin sehr schnell auf die zwei Diasporas, also die jüdische und die afrikanische-amerikanische sozusagen als Motive, was heißt gekommen, das war von Anfang an die Idee, zu überlegen, was passiert, wenn ich die sozusagen parallel erzähle, was gibt es für ein Oszillieren, was gibt es für Clashes, was gibt es aber auch an Parallelen, und dann ist natürlich total interessant, dass beide eben im speziellen Fall jetzt hier bei mir der USA als sozusagen mit dem Diasporischen sehr produktiv umgegangen sind und unglaublich avancierte Formen der Kunst hervorgebracht haben. Und es ist eigentlich auch eine Hommage an die ganzen afroamerikanischen Künste, die eben mit der Dislocation zu tun haben, des nicht am eigentlichen Ort Seins. Und da kommt dann dieser Ozean, das Wasser natürlich, als so eine, aber nicht nur eben das Wasser, als eben das, in dem sich das Licht so spiegelt, dass es blau wirkt oder dass wir das so nennen, sondern auch eben als diese blau ist natürlich die Farbe auch der Romantik und der Visionen, die man haben kann von Dingen, auch also natürlich auch von einer gewissen idealistischen Komponente, die eben in dem Fall jetzt hier so dieses Ozeanische, nicht nur im Sinne dieses Black Atlantic, der sozusagen natürlich eher blutgetränkt ist, weil das eben dieser Ozean ist, wo die ganzen Sklaven, die vor allen Dingen schwangere Sklavinnen, über Bord geworfen wurden und wo dann eben dieser Mythos, dass sie unter der Wasseroberfläche einen Black Atlantis gegründet haben und so, erstmal sehr wirkt wie Science Fiction und wie irgendwie durchgeknallt, aber vor dem Hintergrund, dass eben Afroamerikaner irgendwie erst in den 1960er Jahren überhaupt Bürgerrechte auf dem Boden dieser USA erhielten und bis heute ja auch nicht so haben wie eben Kaukasier. Vor dem Hintergrund ist es natürlich ein total politisch klares Statement, wir sind aus dem Weltall, wir sind aus dem Ozean. Und dieses Motiv, dieses Ozeanische, aber auch im Sinne einer, in diesem Fall auch wieder bei mir, eben durch feministische Theorie geprägten Vorstellung von auch ozeanischer Verfasstheit von dem, was man so Gender oder Geschlecht nennt, hat mich das irgendwie, war das einfach eine schöne symbolische Farbe für dieses Ozeanische, für das Fließende, das, was auch mit dieser elektronischen Musik verbunden ist, die hier auch als das Gegenteil von phallologischer Rockmusik erscheint in diesem Buch. Es geht immer wieder, geht ja bei mir immer darum, aber hier eben auch ganz stark am Hand jetzt von Detroit Techno, wo das dann auch mit diesem Afroamerikanischen und auch dieser unglaublichen Ambivalenz noch verbunden ist, diese Bad German Technology zu lieben. Es gibt noch einen riesen Aspekt in diesem Buch, das übrigens im Museumsshop zum Verkauf ausliegt, fällt mir gerade ein. Gibt es einen riesen Aspekt auch, der mit dem deutschen U-Boot-Krieg in beiden Weltkriegen vor dieser Küste, an der dieser Tillmann sitzt, handelt, weil es eben dort tatsächlich U-Boot-Terror gab durch deutsche U-Boote in beiden Weltkriegen. Und aber diese deutschen U-Boote dann auch wiederum, genau wie die Gruppe Kraftwerk oder so eine unglaubliche Faszination auf afroamerikanische Künstler ausüben, wo sie dann mit Hilfe oder sozusagen fast in Geiselnahme böser Deutscher gegen ihr weißes anglo-protestantisches System so eine ganz seltsame Allianz einüben. Zum Beispiel dieser Gerald Donald, der wirklich interessanterweise inzwischen in Garmisch lebt. Das war leider bei meinem Buch noch nicht so. Also der ist sozusagen da am Alpenrand, so irgendwie in der Nähe des Nazi-Goldes sozusagen, sich niedergelassen hat. Ist ein völliges Phänomen, dieses Afro-Germanic. Dann wieder das Phänomen sozusagen, dass eben jüdische Komponisten, oft eben aus Osteuropa jiddischsprachige Komponisten, das Jiddische spielt eine riesige Rolle, auch Jiddisch auch noch als the women's German, ne? Das Deutsch der Küche sozusagen, spielt alles eine Riesenrolle. Broadway, Siegfeld, Musicals, Busby Berkeley, dieser ganze Komplex, wo praktisch jüdische Komponisten schwarze Musik schrieben, die dann eben tatsächlich in afroamerikanischen Kreisen zu Standards wurden, zu Jazz-Standards sehr oft, ne? Gershwin oder so. Aber das kann man auch bis zu den Beastie Boys weiterverfolgen, also praktisch ein Interagieren zwischen den beiden diasporischen Gruppen da in den USA, jüdisch und afroamerikanisch. Das hat mich als Motiv auch noch sehr gereizt, weil wiederum bei dem jüdischen Komplex noch wieder diese ganze Männlichkeits- und auch beim Schwarzen übrigens, Eldridge Cleaver und so, der omnipotente schwarze Hengst und das, was in Blaxploitation dann kam. Auf der anderen Seite den Sissy-Juden, ne, den nicht-männlichen Juden. Diese ganzen Dinge werden so zueinander ins
ins Feld geführt, wäre übertrieben zu sagen, aber wird sozusagen geguckt, was da auch zu holen ist. Es gibt auch hier ein Buch, das diese Romanfiguren lesen, sehr extensiv von Daniel Boyarin, ein queerer Talmudist aus Berkeley, den ich sehr schätze, der ein Buch geschrieben hat namens Unheroic Conduct, und das ist eigentlich eine Art Parteinahme für den unmännlichen jüdischen Mann, der eben als antisemitisches Stereotyp herhält, und der wendet das ins Positive. Und in diesem ganzen Geflecht ist einfach zwischen Schwarz und Weiß eigentlich dieses Hellblau, die Farbe des irgendwie Versprechens, aber es ist eigentlich ein ganz, irgendwie nur so ein korrespondierender Titel, ne? Es passte mir nur dann ganz gut in dieses ganze Gespräch. Hier hat man dann eben auch den Ozean, aber die Taschenbuchversion hat zum Beispiel hellblaues Frotte. Frotte ist natürlich auch was total toll Rhizomatisches. Kommt nämlich auch vor, hellblaue Badeanzüge und so ein Kram. Also das ist dann, aber muss man auch aufpassen, dass es dann nicht kunstgewerblich wird, wenn man denkt, wenn das Buch schon so heißt, dauernd die Farbe zu droppen. Ne? Eigentlich geht es eher um die Idee auch. Ich hatte halt auch die Assoziation, dass eben dieses Hellblau für Jungs ja auch eben sozusagen eine Umkodierung ist. Stimmt, also noch im 19. Jahrhundert ist eben sozusagen die Jungsfarbe rosa, dass sozusagen diese Arbitrarität dadurch auch also in der Zuweisung nochmal sozusagen thematisiert wird, was dann eben auf diese ganzen, was heißt schwarz sein, was heißt weiß sein. Absolut. Und eben auch als dieses ganze als Farbe der Absorption, eben auch im Sinne des Abstoßens und durch den Kontrast Klarmachens. Also es geht ja immer auch um Ausschlussmechanismen, also in diesem ganzen Postcolonial oder auch feministischen Diskurs. Das ist eigentlich der Punkt, wo es sprachlich interessant wird, wo wird ausgeschlossen, und da bietet dieses Farbmodell. Es geht ja auch noch ganz länger über die KZ-Versuche mit Augenfarbe und so Sachen. Aber das mit den Hellblau für Mädchen und Rosa für Jungs kommt, glaube ich, auch dann irgendwo vor, ist klar. Ja. Ich hätte eine Frage, die eigentlich jetzt ganz abseits des Ausstellungskontexts stattfindet, und zwar den Prozess dieser Entstehung solcher Art von Texte, die ganz viele Materialien und Referenzen geschichtlicher, popkultureller Art verwendet. Wie kann man sich das vorstellen, die Arbeit am Text? Ist das so, natürlich, also ich sehe da schon ganz viel persönliche Geschichte und Antrieb. Wie häuft sich sowas zusammen, oder wie kann man das zu einem kohärenten Ganzen verweben? Wie lange dauert das? Wo kommt das Material her? Ja, also wirklich, das Material sind tatsächlich Bücher, Schallplatten, Filme, auch jetzt immer mehr, auch hier eben schon vor 14 Jahren das Internet, aber dann auch später dann irgendwie noch mehr als hier noch die Sprache des Internets schlägt sich auch noch nieder, also die Medien, die verschiedenen Sprachen meiner, ich zitiere ja wahnsinnig viel, ne? Also zum Beispiel dieses Interview mit diesen beiden Blinden, das war, glaube ich, im Zeitmagazin. Das ist natürlich ein bisschen geedited, also ich würde nichts dran richtig verändern, obwohl das habe ich auch schon getan, aber es ist natürlich ein Zusammenschnitt, es ist viel länger gewesen da, aber ich habe mir so ein Best-of daraus gemacht, ne? Aber das ist schön, finde ich, wenn dann die verschiedenen Tonarten von anderen Zungen sozusagen auch drin hat. Ne? Darum habe ich auch gerne auch oft englische Sachen drin. Und das heißt, ich zitiere wahnsinnig viel aus Büchern, die ich eigentlich in dem Moment, wo ich mein eigenes Buch, was ja gar nicht so eigen ist dann, schreibe. Also diese Bücher stehen sozusagen bereit. Ich habe so eine Idee, was schön sein könnte. Und während des Schreibens kommen dann, finde ich natürlich immer noch wahnsinnig tolle Sachen. Oder die Lebensgeschichten. Schade, dass dieses Buch nicht ganz so lange, also ich habe es schon abgegeben gehabt als Mariah Carey, die hatte dann einen riesigen Zusammenbruch. Und der wäre eigentlich noch toll gewesen. Und danach kam sie ja eigentlich nochmal wirklich, jetzt ist sie ja wieder richtig da. Und ich habe ja auch im Schreiben des Buches mir sie wahnsinnig lieb gewonnen. Ne? Ich dachte erstmal, die ist doof irgendwie und so. Und dann irgendwie fand ich sie irgendwie, irgendwann war das so klar, dass es natürlich auch eine große Figur oder eine Märtyrerin ja fast dann wird, in dem Kontext dessen, was ich erzähle. Und schade, dass das nicht mehr dann dazu kam, weil diese Bücher sind tatsächlich wie so Chroniken geschrieben. Ne? Ich hatte das schon abgegeben, das habe ich dann nicht gesagt, dass ich meiner Lektorin gesagt hätte, gib noch mal her, ich tue das da jetzt noch rein oder so, weil das wäre dann falsch gewesen, weil alles ist da so drin, wann es sozusagen auch bei mir ankam. Die Zeitungsmeldungen, was im Internet steht, die politischen Nachrichten, es zieht sich ein größerer Diskurs auch über Bitburg noch dadurch. Also den Besuch von Ronald Reagan und Helmut Kohl an diesem deutschen Soldatenfriedhof, wo viele SS-Gräber waren. Das war ein ziemlicher
ziemlicher Skandal, auch der allerdings schon gewesen war. Das wird eher der Freund von, da ist es sozusagen Trick, ne? Der Freund von dieser Cordula beschäftigt sich an der TU in Berlin mit Antisemitismus und studiert diese Bitburg-Sachen. Da war ich dann autorisiert, Sachen, die schon ein paar Jahre zurücklagen, zu recherchieren und da drin, um das da drin zitieren zu können. Aber generell ist es ein ganz stark auf Gegenwart, auf Mitschrift von Gegenwart bezogenes Schreibverfahren. Aber die Gegenwart wird auch erzeugt durch das Lesen von Büchern von Flaubert oder so, ne? Also es ist natürlich, es ist sozusagen mein Prozess des Verstehenwollens und Versuchens, was das Thema abwerfen kann, den man praktisch verfolgt als lesende Person, ne? Und dauert sowas vielleicht 1,5 Jahre oder so. Aber jetzt bin ich gerade mal etwas verlangsamt mit meinem nächsten Buch. Also kann auch mal länger noch dauern. Aber es ist schon, es ist irgendwie reizvoll, auch eine gewisse Zeit verstreichen zu lassen, weil dann auch man irgendwie, oder ich jedenfalls, von A nach B gedacht habe am Ende. Es kommt plötzlich was verdichtet sich, aber anhäufen oder aufhäufen war auch ein gutes Stichwort. Es wird irgendwann zu viel. Es wird ein Riesenhaufen. Mir wird es dann irgendwann immer zu viel und dann gebe ich ab. In der elektronischen Musik hat man sich irgendwann einmal auf eine gewisse Taktmenge für Sampling irgendwie geeinigt, wo man sagt, okay, bis 3 Takte ist es okay, wenn man fremdes Material verwendet. Ist das irgendwie, gibt es ähnliches Lizenzmodell oder so in der Literatur, wenn man sich... Also ich glaube, ich habe das total verletzt, wenn das so wäre. Ich habe da eher so ganze Songs drin sozusagen, ja. Ne? Weil ich ja auch ganz schön finde, wenn man erkennt, also ich gebe ja gerne auch das als eine Art Hommage, als eine Art, ne, ich bin Fan von sehr vielen Sachen und dann hat es bisher auch noch keinen Ärger gegeben, ehrlich gesagt, mit denen, die dort gemerkt haben, dass ich sie seitenweise zitiere, ohne sie vorher gefragt zu haben. Die melden sich sogar manchmal, also dieser Daniel Boyarin zum Beispiel, der eben dieses tolle Buch geschrieben hat, der hat sich dann irgendwann mal gemeldet, hat gesagt, ich bin ja immer in ihren Büchern, weil immer wieder lesen andere Romanfiguren dieses Buch wieder, weil das ist für mich wie Judith Butlers Gender Trouble kommt auch immer wieder vor. Also die kann man ja verschiedene Personen nochmal ranlassen sozusagen. Und dann lese ich es natürlich selber auch nochmal neu. Und dann hat er dann gemerkt, ich bin da ja dauernd drin und der kann auch Deutsch und hat sich dann mal so gemeldet, ob man sich nicht mal treffen kann und so. Und das habe ich jetzt mit mehreren Leuten gehabt. Ich hatte noch keinen Ärger. Also ich hatte einmal gedacht, es könnte Ärger geben. Da hatte ich in einem anderen Buch spielt Claudia Schiffer eine ziemliche Rolle. Also da hat aber nicht Claudia Schiffer war nicht das Problem. Die hat das bestimmt. Ich fürchte mal, dass sie es nie mitgekriegt hat, dass sie da in diesem Buch so eine Rolle kriegt. Hätte ich aber sehr interessant gefunden. Aber ich habe einen Monolog, den Elfriede Jelinek verfasst hat, wo Claudia Schiffer in einer Toilettenkabine einen Monolog hält. Den habe ich in toto bei mir drin. So. Aber da steht schon auch, dass das von Elfriede Jelinek ist dabei. Aber da hatte ich ein bisschen, habe ich ihr sozusagen mit so einem kleinen Begleitbrief das allerdings schon fertig gedruckte Buch dann geschickt. Und sie fand es dann Gott sei Dank gut. Ist heute meine einzige Brieffreundin sogar. Und aber das gerade, es gibt ja so Leute wie die, wo man denkt, könnte auch schief gehen. Ne? Und mein Verlag hat am Anfang auch gesagt, das geht ja eigentlich gar nicht, das könnte einen riesen Ärger geben und es könnte auch Ärger geben, wenn jemand auf irgendwie sowas beharrt, wie diese Gesetze, da müsste man eventuell meine Bücher, könnte man sagen, die müssen eingestampft werden oder können nicht ausgeliefert werden, aber ich habe bisher jetzt auch langsam, jetzt mache ich es schon so lange so, dass es dann auch schon ein paar wissenschaftliche Arbeiten darüber gibt, dass ich eben nun mal so arbeite und es ist dann wie in der bildenden Kunst ja sowieso total gang und gäbe, Appropriation sozusagen. Und ich parodiere ja auch nicht, ich mache das ja eher auch dann so eine liebevolle Aneignung. Also der Begriff des Pastiche, finde ich, ist so einer, den ich mir selber da ganz gut anziehen kann. Also so, man macht so eine Art Cover-Version voller Liebe auch auf Dinge, die ich schätze. Natürlich kommen da auch Nazis vor, die man nicht schätzt und so, aber eigentlich geht es um einen Diskurs, den ich positiv sehe, also so einen postkolonialen Dekonstruktionskurs sozusagen. Letzte Frage, also ich gebe dann weiter. Kann sein, dass man teilweise ziemlich abenteuerlich oder ums Eck schreiben muss, wenn man merkt, dass es so verschiedene so Plotinseln zusammen weben muss irgendwie, die eigentlich im Buch landen sollen, aber vielleicht gar nicht wirklich zusammenpassen, so akrobatisches Schreiben, ja, oder? Ja,
Könnte man vielleicht, aber das mache ich, glaube ich, eben nicht, weil dann lasse ich die Sachen einfach so nebeneinander stehen oder ineinander sich vielleicht auch verzahnen. Aber eine akrobatische Technik habe ich eigentlich nicht so dabei im Sinn, obwohl es gibt diese Eingriffe. Also es gab mal dieses Buch zum Beispiel, als es in den USA erschienen ist, hat es dann so ein Lektor von New Directions gelesen, so ein ganz anspruchsvoller Mensch, der dann, wo es dann hieß, ja, da geht jetzt der nochmal von New Directions drüber. Und dann kriegte ich das eines Tages als Attachment und der hatte Tausende von Anführungszeichen gesetzt, ja, und also wirklich Tausende, und hatte so selber gedacht, er könnte jetzt erkennen, ah, hier geht wieder ein Zitat los, hier hört eins auf und so, und hat aber nicht gemerkt, mittendrin ist sozusagen 5 Sätze von mir, und vor allen Dingen ist das Zitat dadurch ja auch dann irgendwie nicht mehr sauber, und ich wüsste echt bei mir nicht, wo das Zitat anfängt oder wo nicht. Also ich ersetze gerne Sätze, die ich selber vorher geschrieben hatte, durch Gefundenes, wo das dasselbe nochmal gesagt wird, weil ich das Gefundene immer noch toller finde. Das heißt, dann musste ich eben so ein bisschen dievenmäßig sagen, nee, es gibt bei mir einfach keine An- und Abführungsstriche, gibt es auch nicht, habe ich noch nie gesetzt, und von daher, das ist genau der Punkt, ne? dass man so denkt, muss das geordnet werden? Muss das, eigentlich ist die Akrobatik, wenn dann die, dass ich tatsächlich auch eingreife und teilweise ineinander fahre, aber ich gebe die Quelle immer gerne an. Und manchmal kommt 50 Seiten später nochmal was aus derselben Quelle, wo es vielleicht nicht nochmal gesagt wird, wo ich aber dann denke, kann man sich vorstellen, dass das jetzt wieder das ist, weil es fallen dieselben Begriffe oder es ist sogar eine ähnliche Sprache, ne? Nee, es bleibt einfach, viele mögen das ja auch nicht, weil es sehr heterogen ist und eigentlich nicht das, was man so mit einem Roman so verbindet. Obwohl, hier gibt es schon so eine Geschichte zwischen dieser Vermilion und diesem Tillmann, aber das ist eigentlich nur so eine Art Hilfsgerüst. So, ne? Aber nee, also virtuoses Schreiben ist das, weiß Gott nicht, das ist eher so ein ich versuche eher diese Autorposition möglichst unsichtbar sogar zu machen. Ja, die Black Communities haben es, glaube ich, gar nicht wirklich aufgenommen und auch gar nicht richtig so der Jewish Discourse, obwohl, es stimmt nicht, also Sander Gilman, der ist auch einer derer, die bei mir öfter zitiert werden und sich gemeldet haben, der hat in seinen Büchern öfter jetzt schon mal über mich geschrieben, als einen, der auf eine gewisse Weise, das findet, er mag das auch, aber er findet es interessant, wie ich da mit diesem ganzen Diskurs umgehe oder wie ich in meinen Büchern drin habe, aber es ist eigentlich, würde ich sagen, die typischen Rezipienten drüben jetzt dadurch, dass es auch die Übersetzung davon gibt, aber eben ja noch nicht lange, ist einfach Academia. Es sind einfach Leute an Unis, die an denselben Themen sitzen und sich wundern und aber auch ganz positiv bisher immer reagiert haben, dass da einer so als Künstler quasi sich freiwillig praktisch mit dem ganzen Kram beschäftigt. Und das geht mir eigentlich sehr oft so, weil ich dann immer so wie so eine Art dilettierender Wilderer. Und das finden ja manche dann auch schlecht. Die sagen, ja, der nimmt uns was weg. Das habe ich auch schon gehabt. Ich habe auch ein Buch schon, also ich weiß noch, ich habe jetzt auch mehrere Bücher, in denen so ganze das sexuelle Begehren eine große Rolle spielt und auch ein relativer Hang so aus ähnlichen Gründen wie jetzt mit dem African American, so die Marginalisiertheit zum Beispiel der Schwulen- und Lesben-Communities eben auch für mich vorbildliche Ästhetiken abgeworfen hat, so wie Camp oder so, und bis heute bleibt das ja interessant, jetzt neuerdings die Drag-King-Bewegung oder die Texte von Jack Halberstam oder so, spielt alles eine große Rolle. Und da gibt es manche Leute, die sagen dann so zu mir, ja, der nimmt uns das irgendwie weg, weil der ist ja gar nicht betroffen, der lebt ja ein heteronormiertes Leben. Oder eben auch, sind sie eigentlich selber Jude? Ne? Bin ich auch nach dem Buch zum Beispiel gefragt worden. Das scheint ein Argument für manche Leute zu sein. Aber für die meisten eben auch Gott sei Dank nicht. Und das sind aber in der Regel Leute an Unis. Da wäre so eigentlich da ist das Publikum, das Kleine, das ich da habe in den USA. Und es sind auch Afroamerikaner dabei. Aber man kann nicht sagen, dass es das Kriterium ist, wo ich in dem Sinne dann habe ich das. Ich fände es super interessant. Ich weiß, dass Leute in England, Kojo Eshon und so, der da auch eben viel zitiert wird, der hat dann eben jetzt das Englische, der hat immer schon gefragt, was ist denn da, was mache ich denn in deinem Buch und so. Und dann jetzt gibt es diese englische Version und er kann es lesen. Und das ist ja selber eine ziemlich durchgeknallte Position, die er auch bezieht. Das ist auch nicht die
African oder English oder so Community. Er ist schon auch ein Exot da, weil er eben von diesen irren Systemen ja auch erzählt, die eben auch in dieser Dekonstruktion oder in diesem, das ist ja, es gibt immer noch ziemlich viele Leute, die das alles als unerträglich postmodern bezeichnen würden, ne? Und irrelevanter Quatschkram. Und aber eigentlich bin ich ganz gut gefahren damit. Ich war dann auch schon mal Hetero-Autor des Monats in schwulen Websites oder so. Ja. Nö, nee, würde ich so, sage ich auch oft. Hat sich. Ja, weil ich das Gefühl habe, ja, es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass eben gerade die feministische Theorie für mich also ganz stark die seit den 90, also der Dekonstruktivismus seit den 90ern, vorher habe ich das auch gar nicht mitgekriegt. Ich bin ja schon alt, ich hätte ja eigentlich vorher schon, aber ich musste dann sowas wie Kristeva und Irigaray und so musste ich so nachholen, weil ich sonst eher nur gewusst hatte von de Beauvoir oder so, oder eben so für mich irrelevantere, so Latzhosenartige, essentialistischere Formen des Feminismus, die mich nicht so interessiert hatten. Ich hatte das Gefühl, dass ich durch die Lektüre dieser Bücher, also ganz speziell bei Judith Butler, war das bei mir wirklich so ein Initialerlebnis, dass ich durch die einfach auch wieder zu so einem politischen Denken, Arbeiten, Schreiben komme, das mir vorher ein bisschen entglitten war, als es noch mit der Kategorie von Klasse sozusagen zusammengehangen war. Wobei das Witzige ist, oder nicht so Witzige, aber Interessante, ich bin jetzt seit ein paar Monaten, gerade mal für ein Vierteljahr in England, wohne in London eigentlich, und da habe ich jetzt auch öfter aus den Sachen gelesen und dann sage ich, wenn ich das da sage, habe ich gemerkt, nee, aber in England ist das noch ein ganz schön wirksames Kriterium und natürlich bei uns im Endeffekt auch. Ja, aber ich habe mir so abgewöhnt, oder ich hatte so gemerkt, ich kam damit nach dem Wegfall der Blöcke und diesem Ganzen, dann konnte man schon noch im Sinne eines Antifaschismus und so ganz gut links sein und ich würde mich auch immer noch absolut als links begreifen, aber ich komme damit besser klar mit der Kategorie, ja, Race und Gender sind sehr ähnlich auch gehandhabt, also in diesem ausschließenden Diskurs sozusagen, komme ich besser noch klar und als jemand, der sozusagen als Mann durchs Leben geht, auch nicht schlecht, sich zu überlegen, aus was diese Performance gemacht ist. Ja? Also ich habe sie ja angenommen und komme damit ja auch ganz gut klar, aber ich finde es nicht schlecht, sich über die problematischen Aspekte dieser Performance bewusst zu werden und das tun diese Texte, die einem das sozusagen, und sie machen einen auch überhaupt darauf aufmerksam, dass es im Text überhaupt liegt, die ganze Schieflage, ne? Der feministische Aspekt wäre praktisch performatives Schreiben. Im gewissen Sinne dessen, was ich versucht habe vorher zu sagen, ja, also indem man sozusagen einen Prozess mitschreibt, der sozusagen klar macht, hier wird geschrieben, hier wird gedacht, hier wird vielleicht was bewegt sogar, aber das ist ein ganz schöner Begriff, den ich noch nie so gehabt hatte, aber genau, es ist im Prozesshaften, in dem nicht auf Essenzen festgelegten Performativen liegt dann so die Betonung und ich finde das eigentlich gerade auch, weil es so einen großen Backlash gibt, der eben so, der auch gerne Postfeminismus als nicht mehr Feminismus begreifen wollte, habe ich jetzt gar nicht so, ich habe überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, ich bin feministischer Autor. Aber ich weiß noch bei Tomboy, meinem ersten Roman, der in der Richtung eben sozusagen ganz stark ausgerichtet war, 98 erschien der, haben noch alle so rote Köpfe gekriegt und gekichert, wenn ich gesagt habe, ich bin ein Feminist, weil sie so gesagt haben, das stimmt doch gar nicht. Und es gibt auch irgendwie hier, mir gerade neulich ein Buch von 2000 bei Turia und Kant erschienen, also lakonianische, worum ging es denn in diesem Buch? Und ich weiß noch nicht mal den Namen des Autors, aber mir wurde gerade so eine Seite aus dem Buch fotokopiert gegeben, zugemailt, wo in der Fußnote so steht, ja, bei Thomas Meinecke ist das ja besonders interessant und es wäre echt interessant, ob er sich jetzt dann eben auch noch einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen wird. Es war sozusagen völlig undenkbar, dass jemand so schreibt, ohne eine Frau sein zu wollen. Ne? Also dass man sozusagen in dieser Dialektik zu sagen, ich arbeite im feministischen Feld, das war irgendwie erstmal noch lange fast peinlich für viele.
Genau. Und da versuche ich eben auch die Autorenposition eigentlich so ziemlich zu dekonstruieren, im Sinne einer Offenlegung dieses Prozesses. Ja? Also es geht ja nicht bei der Dekonstruktion um die Abschaffung dessen, woraus diese Sachen gemacht sind. Das wird ja immer irgendwie aus Partikeln bestehen, aus Elementen, die miteinander in Spannungsverhältnisse geraten oder auch nicht. Und insofern bin ich ja, das wird ja auch oft so auch falsch verstanden, was bei Judith Butler zu lesen sei. Jetzt wissen wir, woraus das so ist, und jetzt können wir auch spielerisch einfach drüber verfügen und heute dies und morgen das sein. Und das ist ja natürlich gar nicht so. Es bleibt ja ein Knast, aber der wird mal von innen beschrieben. Das ist ja, es kann ja sogar lustvoll sein. Jean Genet hat Knäste von unten sehr lustvoll beschrieben. Also ich weiß nicht so, ne? Es bleibt ein Knast. Ich bin jetzt gar nicht der Meinung, dass, ja, jetzt wissen wir das alles und jetzt können wir mal einfach so darüber verfügen. Aber das ist schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Also ich finde, das ist eben, wie gesagt, meine Repolitisierung lief ganz stark darüber ab. Und dem kann ich ja auch durchaus durch die Nennung dieses F-Words, für viele ist das ja wirklich ein Nicht-Wort, ne? Feminismus, auch Tribut zollen sozusagen. Ja, das ist interessant eben. Das habe ich auch mir vorher gar nicht so überlegt gehabt. Es waren unterschiedliche Sachen. Der Übersetzer, Danny Bowles, so ein Harvard-Postdoc, der sich vorher bei Surkamp schon gemeldet hatte und gesagt hatte, wenn es mal was gibt, er würde es gerne machen. Also der war sozusagen schon, der hatte aber vorher noch nie was übersetzt und hat nur Tomboy und Hellblau und jetzt Christian Krachts Imperium übersetzt. Der hat sonst, ist ein Germanist. Der hatte... der wusste natürlich nicht, was von den Sachen, die er da hat, teilweise gar auch bei mir Englisch gewesen waren und von mir Deutsch gemacht wurden. Und die englischen Sachen hat er natürlich gelassen und hat aber manchmal zum Beispiel im Falle von, es gibt so eine Passage von Judith Butler, wie sie aus ihrer Heidelberger Zeit ihre Hegel-Studien beschreibt, das war mal in Texte zur Kunst abgedruckt, auf Deutsch, das war übersetzt worden ins Deutsche. Und da hat er dann gedacht, ach, da frage ich mal. Und hat er dann Judith Butler selbst kontaktet und hat sie gefragt, ob er das Original kriegen kann. Und da Judith Butler das Buch kennt, also Tomboy kennt und wusste, worauf, sie hat ihm in 10 Minuten die Stelle gemailt. Und das ist das Interessante dabei, dass dann eben wirklich so eine komische Sache entstanden ist, die aber eigentlich als Ganzes natürlich viel homogener wirkt als bei mir. Weil plötzlich ist durch alles mal, bis auf die englischen Stellen witzigerweise, eben dieser englische sprachige Übersetzer gegangen und hat auch mein Deutsch im Englischen sehr deutsch belassen, lange Sätze und so. Die Hypotaxe ist geblieben, das ist schwer vorzulesen. Ich habe ja dann in den USA öfter daraus vorgelesen oder jetzt auch in England, das ist ganz schön schwer, weil er hat, aber ich finde es toll, dass er das so gelassen hat und das wirkt sozusagen irritierend und die englischen Sachen, die im Deutschen irritierend wirken, weil es eine Fremdsprache ist, wirken dann plötzlich selbstverständlicher. Also und das Ganze unterm Strich oder als Oberfläche wirkt auf mich viel, viel homogener dadurch auch, dass alles in einer Sprache ist. Und im Endeffekt natürlich die Sprache des Übersetzers, während bei mir viel, viel mehr zitiert ist, was bei ihm dann noch durch seine Instanz geht. Ne? Das ist eine interessante Frage, finde ich, was sich da verschoben hat. Aber es wirkt ziemlich manieriert, weil eben im Englischen, und ich meine, ich schreibe ja auch manieriert, aber es wirkt noch mehr so, weil im Englischen ist es eben sehr unnatürlich, diese Sprache zu haben. Aber ich bin ganz zufrieden mit der Übersetzung. Bitte? Ich wäre gespannt, das zu sehen, wie das funktioniert, weil das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie das dann wohl klingen würde, weil halt so viele Sachen jetzt so klassisch deutsch sind, ja, ja. Die im Englischen halt nicht funktionieren. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch... Eigentlich finde ich das aber auch generell bei der Lektüre fremdsprachig, ursprünglich fremdsprachig gewesener Bücher, die Russen, sagen wir mal, ganz toll, wenn man so ich als jemand, der nicht Russisch kann, in der Übersetzung ins Deutsche trotzdem noch mitkriege, das ist ja Russisch. Also die komische Umständlichkeit, die wir dann so auch lieben als etwas dieser jeweiligen Sprache Angehöriges. So kann ich mir vorstellen, könnte das auch ganz reizvoll sein für ein Englisch als First Language Speaker, das zu lesen.
Ja, dann danke ich ganz herzlich. Thomas Meinecke wird nächstes Jahr ein paar Monate öfter in Wien sein. Sogar erst 16. Übernächstes Jahr. Okay, Anfang wir freuen uns 16, zurück. Also in einem Jahr. In einem Jahr. Guten Jahr. Insofern. Nach Wien kommen, wolltest du sagen. Ne? Nach Wien kommen. Genau. Er freut sich drauf. Wir freuen uns auf dich. Genau. Und danke. Ich danke auch fürs Kommen und so Anteil nehmen. Ja, danke. Kleine Runden sind nicht die schlechtesten. Nö, da werden nämlich mehr Fragen gestellt als sonst. Absolut, alles gut. Danke.